Hi Leute, willkommen zurück zu Conscript. Es geht weiter. Ich bin ins Pfarrhaus zurückgelaufen. Hab mir schon mal die Sachen geholt, die ich nicht mehr benutzen werde. Zum Beispiel die Jagdflinte. Das Elefantengewehr ja, weil das ist richtig krass anscheinend. Das hat 3,8 Schaden. Das hier hat nur 3,0. Ich habe es aber, glaube ich, auch nicht upgraded. Und diese Handkanone, die hat 10,0 Schaden. Die kann ich aber, glaube ich, auch nicht upgraden. So, da bist du ja, Mann. So, warte. Erstmal verkaufen. Jagdflinte. Ja, alte Pfeife. Jetzt brauchen wir alle Soldaten. Ich weiß es nicht. Aber ich verkaufe erstmal die Jagdflinte. 175 Zigaretten. So, dann kaufe ich mal ein paar Waffenteile. So. Und werde die noch aufwerten. Da kann ich nur den Schaden. Alter, 12 Schaden. Feuerkraft 4. Und hier kann ich Feuerrate noch. Hier auch die Feuerrate. Alter, 4,0 ist jetzt gerade nicht so ein großer Sprung, aber. Auch nochmal 2. So. Feuerrate. Durch 3. Plan schon mal voraus und werde das Teil hier upgraden. So. Und da kommt die wieder rein. Auch wenn ich die schon ziemlich geil finde, ne, die Waffen. Gewehrpatrone, da war 40. Da nochmal 16. Da war 24. Was? Nee, was stimmt da nicht? Wie hoch stapeln die denn? 24. Offensichtlich. Warte mal. So, wir kaufen nochmal Munitionstaschen. Und damit haben wir noch eine größere Stapelmenge. 28. So, die Waffen mal ganz oben hin. Jetzt nur 16. Oh, jetzt spinnt hier die Anzeige wieder. Ist das normal? Nee, anscheinend nicht. So, was kommen wir noch weg? Das, die verrostete Kurbel. Ich weiß nicht, wohin damit. Aber wir können jetzt noch in die Abwasserkanäle und da werde ich mal die Platte wieder zurücktun. Und ansonsten mache ich mal das Handy aus, weil das stört mich. Regierte Tür Stadt. Rathaus. Da haben wir noch ein Heilfläschchen. Hier haben wir die Tür zur Stadt. Tür zur Stadt. Und von der anderen Seite verriegelt. Na gut. Benzin habe ich noch ein bisschen. Soll ich jetzt noch verbrauchen? Das ist auch weg. Warte mal, ich könnte. Ich wollte eigentlich gerne mal so einen Brand. Na komm, nee, mache ich nicht. Ich wollte mal so eine Brandbombe probieren. Ein Risiko eingehen. Ich werde nicht gebissen. Jetzt sind ja wieder alle vier da. Wie gesagt, ich will kein Risiko eingehen und getroffen werden. Okay, jetzt sind sie alle weg. Warum das denn? Ist mir auch egal. So, bye. Du wirst keine Ratten mehr anlocken. Gibt es hier vielleicht jetzt noch welche? Das war auch falsch. Wie komme ich jetzt mal in die Kanalisation, bitte? Muss, glaube ich, ganz außen rum gehen, ne? Über die Zelte. Ja. Ja, gut, dass das Spiel nicht irgendwie so ein bisschen Umwege fördert, ne? Dass man da ewig rumlaufen, latschen muss. Larven, latschen. So. So, du Schwein. Wieder angerannt, die Viecher.
ich den noch abfackeln? Ich muss ja bestimmt noch ein paar Mal durch. Scheiße, ich hätte die... Ich verkaufe die Pfeife, glaube ich, noch schnell. Sonst habe ich wieder so wenig Platz dabei. Okay, ich bin jetzt wieder hier hochgerannt und bin jetzt hier in den Abwasserkanälen. Und da soll es jetzt auch weitergehen. Wie gut, dass ich das rausschneide, ne? Das Rumgerenne hier. Oh Mann. Aha. Oh shit. Oh shit. Diese Ratten. Aber ich habe kein Benzin dabei. Aber macht ja nichts, wenn man sie einmal erledigt hat, sind sie auch weg in der Regel. Au. Scheiße. Man sieht es auch so toll, wenn die in der Nähe sind. Weil man sich ja immer umdrehen muss beim Rennen und dann das Licht so blöd ist. Nicht treffen bitte mit dem Scheißgift. Oder was auch immer ihr da habt. Diese Seuche. Vielleicht habe ich ja Glück und sind jetzt ganz weg. Ne, wieder drei. Da laufe ich nicht, ihr Viecher. So. Weg mit euch. Oh. Zigaretten, ja. Ach, hier komme ich durch, okay. Ist schon wieder Graballee. Allee, Allee. Kann das Schild nicht lesen. Oh, cool. Da liegt schon eine Leiche drunter. Mit einer Liege. Graballee. Das sind die Gräber, alles klar. Da fragst du dann noch, ob ich die aufheben will? Ja klar, Handkanone ist super. Hast du dieses Geräusch, ne? Hast du dieses Geräusch mittlerweile so sehr, wenn da irgendjemand schießt wieder? Also eben Kanone schießt. Boah, stell dir mal vor, du bist im Krieg und hast die ganze Zeit so eine Kacke. Oh, furchtbar. Die Macher, also der Macher hat das echt gut hingekriegt, das zu transportieren, dieses Gefühl. Okay, ich bin jetzt hier und da will ich hin. Hier, Leroy. Oh, warte mal, hier sind die Blumen. Ich werde mir jetzt alle Grabsteine angucken. Der Grabstein wurde von Einschüssen durchlöchert. Er wurde im Kampf zerstört. Aber ich gucke mir nicht alle an. Ich will nur den einen sehen. Albert Ansel, 1899. Das ist der Kippenmann wieder. Wirft auf den Grabstein, lässt sich nicht entziffern. Ist halt die Frage, wo kriege ich den Safe zu fassen? Woher wusste ich nur, dass wir uns wiedersehen? Keine Ahnung, wie zum Teufel ich hier gelandet bin, Kuppel. Um mich herum ist das reinste Chaos ausgebrochen. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich durch die Stadt stolper. Gibt nur ein Problem, hier ist kein Schwein, außer der Bosch versteht sich. Ich glaube, ich brauche eine Kippe, damit ich sie rausschaffe. Hast du eine für mich? Auf dich ist immer Verlass, Kuppel. Pass auf dich auf, Kuppel. Das ist wertvolles Handelsgut. Und er soll mal versperren den Weg. Ah, und alles Riesengeschoss könnte den Weg freiräumen. Nun. Hoffentlich finde ich noch eins. So, und wo ist der Safe jetzt immer noch? Da
Er muss doch in dem Haus sein, wo ich da war und die Nachricht gefunden habe, oder? Alter. Alter, ist das unheimlich, ne? Gut, die Ratten sind alle weg. Langer Flur. Cool. Alter. Boah. Schlimm hier. Ich würde sagen, bitte lass die jetzt auch auf sein, die Tür. Okay, da ist was. Aha. Ausgangshalle. Da geht's auch. Hier ist jemand. Er sieht mich doch jetzt. Ein Transmann! Scheiße, da kommt doch einer. Ventil. Ventil drehen? Nein. Au, du Scheiße. Oh, die machen aber einen Schaden. Guck mal, 2,5 Felder. Geht irgendwas? Für ein Atmen wollte ich gerade sagen, aber nein. Ja. Kleiner Schlüssel. Da ich noch echt viel Platz habe. Okay, ich habe noch 4 Batterien, das ist gut. Aber ich brauche wahrscheinlich noch alle Ventile, dass das abläuft hier. Sie alle. Aber da ist immer noch was im Wasser. Was denn jetzt? Ach, der Waffenladen. Zahlenkombination. Ist das der Safe vielleicht? Das Artilleriegeschoss. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber warte mal, mit der kann ich rennen. Das ist super. Ich dachte, das wäre wieder eine, wo ich nicht rennen kann. Ne, warte mal. Was mache ich denn? 1899 natürlich. Was ist das? Ist der Safe? Da liegt eine Pistole. Gerade gesehen. Jawohl. Kann ich alles aufheben, das ist super. Alles! Das ist eine Luger? Frage ist, brauche ich noch irgendwas? Ich schmeiß das Schießpulver weg. Zoll der Terz. Weg damit. Ich will jetzt lieber die Waffe aufheben, dann muss ich wenigstens nicht nochmal herkommen. Eine Mauser C96. Halbautomatische deutsche Pistole, kann schnell gezogen werden, hat eine hohe Feuerkraft, mittlere Feuerrate, mittlere Feuerkraft und hervorragende Stoppkraft. Ja, dumm nur, dass die viel mehr Schaden macht. Was ist das für Standardrevolver? Magazingröße 8, hervorragende Stoppkraft. Na, das Ding ist halt Feuerrate 0,6 pro Sekunde wahrscheinlich. Warte mal. 0,8.
Muss ich aber jedes Mal nachladen, das Teil. Ah, ich weiß. Ich werde die erstmal in Safe packen, die Waffe. Oder war das noch besser? Ich schieße die erstmal leer. Aus. Okay. Was habe ich jetzt erreicht? Im Prinzip nix. Ich habe, ah gut, ich habe das Artilleriegeschütz. Dafür muss ich wieder ganz runter. Oh Gott, da muss ich wieder ganz hoch und ganz runter wieder. Weil ich auch so gerne rumlatsche, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Aber ist okay. Ist okay. Drückst du doch mal in die Kiste. Und jetzt so in die Kiste, das in die Kiste. Das nicht. Ich nehme jetzt mal die Schrotflinte mit, komm. Elefantengewehr. Ich habe so viel Munition von allem irgendwie. Jetzt mal die Schrotmunition. Da drei. Nee, ich habe da mehr als drei. Auf jetzt aber den ganzen Rotz hier. Das kommt weg. So. So. Ist ein bisschen wenig eigentlich, wenn man überlegt. Okay, habe ich echt... Nee, ich habe doch mehr als... Okay, 30. 33. Kann ich die mal verballern, die drei Schuss? Für die Knarre ist es halt echt krass. Aber soll ich mir das Benzin nochmal mit? Reparaturset, die Mauser, das Gewehr. Wo ich das Gewehr eigentlich schon ziemlich cool finde. Na egal. Was? Ich hab da drei Schuss dabei. Großkalibriges Gewehr. Warte mal, kommt da vielleicht. Warte mal, da kommen jetzt richtige Gewehrpatronen rein, oder? Doch! Alter! Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Das ist doch viel besser. Als dieses dumme Gewehr da. Das Supergewehr, meine ich. Aber dann verkaufen wir das mal, auch wenn noch Schuss drin sind, ist egal. Gibt Geld. Oh nein, habe ich die Double Barrel verkauft? Oh, ich bin so ein Held, ne? Ich bin so ein Held. Geringe Feuerrate. Jagdblende war es, ne? Wahrscheinlich kriege ich später eine bessere, aber ist mir jetzt auch egal. Ach, Kacke, Mann. Ich hatte schon die ganze Zeit ein viel besseres Gewehr und habe es nicht gerafft, weil ich dachte, das wäre eine Schrotwaffe. Mit. So. Marak gibt richtig gut Geld. So. Dann soll ich mir doch Pulver kaufen vielleicht. Ach komm, das mache ich später. Das mache ich später alles. Aber für was brauche ich jetzt bitte noch die Kurbel, ist die Frage. Ende ist rautenförmig. Egal, ich mach jetzt, ich geh jetzt erstmal runter, hierhin, dahin und dann mache ich das kaputt. Wie gesagt, ich muss jetzt wieder ganz... Oh, ja. Na gut, ich schneide das raus natürlich. Okay, ich bin hier und jetzt hauen wir mal das Geschütz. Ja. Und abfeuern, Dankeschön. Sehr gut. So, damit haben wir jetzt noch die Barrikaden beseitigt. Und ich gehe wieder nach oben. Ja, jetzt bin ich wieder in der Gasse, wo die Trümmer herumlagen. Und bin schon gespannt, ob jetzt noch Gegner kommen oder ob es das war. Die haben das ja bestimmt mitgekriegt, dass ich die Barrikade zerstört habe, oder?
Fall, jetzt bin ich wieder außer Atem. So, weg ist es. Yo. Leise. Elefantengewehr ist. Wow. Da triffst du mich eh nicht. Oh, scheiße. Ja, kannst du machen. Nö. Er hat auch eine Tochter. Ach, Scheißdreck. Von der anderen Seite verriegelt. Okay. Whatever. Safe Room. Hinter. Benzin noch ein bisschen. Kippen. Und was? Eigentlich brauche ich nichts ablegen, oder? Da bist du ja mal. So, einen kleinen Schlüssel will ich jetzt auch mal dabei haben. Gasspule, aber das ist ein kleiner Schlüssel. Ja, komm. Was soll's? Jetzt will ich aber das Gewehr verbessern, ne? 3,8 auf 4. Passt schon. Hoffentlich habe ich jetzt irgendwann die Möglichkeit, mal das Wasser hier abzulassen. Da gibt es nämlich auch ganz viele neue Möglichkeiten oben. Wie gut, dass ich da nicht rüberschießen kann. Oh oh. Fetzt schon ganz schön rein, das Teil. Da ist wieder ein Ventil. Ja. Weiß er, das sind überall Typen, ne? Er sieht mich aber auch hier nicht, komischerweise. Okay. Umso besser für mich, wenn ihr nichts mitkriegt. Den mag ich da doch nicht so gerne triggern. Oh nein. Oh nein. Alles gut. Alles gut. Ah, wie geht's jetzt hier? Achso. Oh, da steht auch noch eine Explosivtonne. Sehr toll. Ein Franzmann! Na, komm bloß her. Du bist sehr langsam, aber du. Du findest wahrscheinlich schon den Weg hierher, ne? Ach, da kommt er. Nach Sachen, ja, da triffst du mich, ne? Okay, krass. Der wäre jetzt echt komplett hierher gerannt. Nur mich zu erwischen. Ich meine, wie sonst will er mich kriegen, ne?
hoffe, auch hier muss ich nie wieder runter, weil ich mag es hier nicht. Zu unhygienisch. Ganze Matsche hier. Aha. Sehr schön. Ich sehe jetzt wenigstens durch, oder ist das... Okay, ist eine Fake-Wand. Rein. Sage mal. Oh nein, da wäre doch was gewesen. Scheiße. Das muss ich mir jetzt holen, das wisst ihr ja, ne? Das könnte wichtig sein. Vielleicht auch nur ein Waffenteil, aber selbst das ist wichtig. Kann ich das übersehen? Andererseits hat er mich da gesehen, wahrscheinlich der Typ. Aha. Also wie gesagt, wenn ich hier Kilometergeld hätte, ne? Es ist unglaublich, wie viel man hier latschen muss. Das Schlimme ist ja leider, also das ist als einziges trüb für mich, weil ich liebe das Spiel super. Super, super, super sehr. Dass man halt diese Laufwege hat. Das habe ich ja schon öfter bemängelt. Aber... Naja, es kann halt nicht jeder irgendwie so Dark Souls sein mit den Laufwegen. Warum sind die eigentlich hier unten in der Kanalisation? Aber nicht oben, diese Soldaten, bitte. Erklär mir das mal jemand. Okay, da geht's noch weiter. Ich würde mich da lieber in der Stadt rumtreiben, als irgendwo in den Kanälen da unten. Oh. Ah, scheiße, habe ich ja keinen Platz mehr, ne? Jetzt ist es problematisch. Alter. Tiefen. Okay, das war schon sehr krass gerade. Toll. Der ist, glaube ich, über die andere Röhre zu erreichen. Naja, man kann es ja mal versuchen, ne? War jetzt totaler Humbug, da runter zu gehen überhaupt. Die reine Mordlust hat mich da runter getrieben. Ein sehr unangenehmer Ort hier. Jetzt bin ich gerade hier, dann geht's noch da hoch, dann da runter und wieder da hoch. Also bitte. Aber es ist noch nicht das Ende, schätze ich mal. Sonst würde ich jetzt hier irgendwie wieder rauskommen. Aber es deckt sich halt nicht mit der Oberfläche. Oh, scheiße. Soll ich mal sterben jetzt? Kriegen denn Kopfschüsse irgendwas? Ich weiß nicht. Oh, letzter Bogen, ne? Ein bisschen Heilung wäre ganz cool zwischendurch. Problem ist, ich kann jetzt auch nicht einfach aus dem Raum rennen, wenn es sein muss.
Scheißer. Ich bin gleich tot, ich will das nicht alles nochmal machen. Okay, der Checkpoint war ja ein bisschen anders. Okay, letzter Bogen nach oben. Dann geht's endlich raus. Ey, wer hat sich das hier ausgedacht? Ich will die ganze Zeit jemanden atmen. Oh, ich kann nicht rollen im Dreck. Was nicht euer Ernst. Ja. Boah. Das war bitter. Endlich kann ich das... Oh, endlich. Goblin wurde montiert. Danke. Das war's. Jetzt wäre ich auch ein bisschen egal. Kontrollpunkt erreicht, alles gut. Ah, da geht's wieder hier. Ey, das ist clever. Das ist richtig clever. Hier noch was? Oh, da war das Zigarette versteckt. Ey, das ist jetzt gutes Backtracking. So liebe ich das. So liebe ich das. Wunderschön. So, kommt erstmal. Ach, warte mal, ich kann die ja kombinieren. Dann nehmen wir uns mal das OP-Besteck ins Inventar. Mal sehen, wie viel das jetzt heilt. Krass. Okay. Das war richtig gut. Warum habe ich denn... Warum sind die Schlüssel nicht gestackt, bitte? Habe ich den schon mal probiert zu kombinieren? Ah, geht nicht. Den Rubin. Schade. Was ist das? Was ist der Rubin? Ja. So. Komisch, ne? Dass der nicht gleich kombiniert wurde. Okidoki. Jetzt ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, Leute. Weil ich habe im Brunnen unten noch was gesehen. In dem Bereich, wo das Wasser war, überall ist jetzt... Ach, jetzt mal hier wieder ganz durch. Jetzt ist es ja alles voller Wachen. Oder Feinde wieder. Dann sage ich eigentlich Wachen. Das sind keine Wachen, das sind Soldaten. Keiner? Bisschen komisch, ne? So, wie gesagt, hier unten und hier war das. Hier und die Brunnenruine. Ich hab halt wirklich erst eine Platte für das Rätsel. Cool, jetzt ist ja auch über das Wasser raus, aber hier kann ich nicht rein. Sonne. Alles gut, ne? Kein Gegner. Ich bin trotzdem so ein bisschen... Ich weiß nicht. Nicht beruhigt. Ich kann jederzeit wieder welche reinstürmen von denen. Oh, endlich. Waffenteile. Jo. Und das Wichtigste. Mit Feder. Ah, das ist eine Feder. Warte mal. Was ist mein Stift? Feder. So, die Sonne haben wir. Wir haben die Feder. Jetzt kommen noch Mond und Lamm. Aber hier ist doch das Lamm.
Bin ich nicht so ganz. So, seht ihr, hier im Boden ist auch noch was. Der Rathausschlüssel. Start. 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 Rathaus. Fantastisch. Dass die noch alle abfackeln. Die habe ich so abgefackelt. Habe ich aber rausgeschnitten. In dem sind auch noch Ratten. So. So, so, so. Ich gehe erst runter, weil ich alle vier Platten habe. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt hinrennen soll, aber mache ich nicht. Reicht das? Aber ich weiß nicht. Ach, komm. Also runter zum Tor bei der Kirche, weil die muss ja mit vier Platten öffnen. Ich wette, im Rathaus ist dann nochmal ein Stadtschlüssel, damit kann ich dann endlich alle anderen Türen öffnen. Das ist so gut. Hallo? Einen nehme ich mit. So. Hier werde ich ja gleich los, den Rathausschlüssel, vermute ich mal ganz stark. Ich muss eigentlich gleich den Part beenden, aber ich habe so viel, weil ich rausschneiden muss. Eieiei, da kann ich aber 10 Minuten drauflegen. Aber 15. So, Rathaus. Rathaus. Der steinerne Torso einer Frau hat schon bessere Tage gesehen. Der Ansteuer eines Mannes, nur der Torso ist noch übrig. Also wenn jetzt hier jemand drin wäre, würde es mich doch sehr wundern, weil ich habe es aufgeschlossen. Stadtmeisterschlüssel! Außer jetzt kommen welche reingerannt, das wäre möglich. Und scheiße wäre das. Eine Granate. Und ein Verband. Hey Leute, hey, gute Leute, lasst euer Gold, wir lassen unser Blut. Ist das jetzt so indirekt die Bitte, dass man das Gold da lassen soll, das Geld? Naja, so, die ist verschlossen, die da und die da. Drei Türen sind es noch. Sehr gut. Schule ist das hier, genau. Zettel. Oh nein. Kinder malen den Krieg. Schlimm. Schlimm, schlimm, sowas. Kinderbücher. Papa. Unsere Pflicht ist es, kein Brot zu verschwenden. Ein paar Schulbücher über Mathematik und Naturwissenschaften. Sehr gut. Okay, dann nochmal zurück. Nochmal zum Lagermann. Ja, erst auf, wenn ich alle Steintafel habe. So. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt für die eine noch ewig was machen muss. So. Ist so ein bisschen, mich erinnert das immer so an das taktische Spiel bei Resident Evil 4. Du machst ja auch nur Munition, zum Beispiel, wenn du gerade am Koffer bist und die Schmuckstücke anhängen kannst, dass du mehr Munition bekommst. So ungefähr ist das hier auch. Du hältst dich halt wirklich nur dort, wo es Sinn macht und wo du das Operationsbesteck ausrüsten kannst. Weil hier ist das... So im Feld das mitzunehmen ist eine Platzverschwendung mal wieder. So, das ist die Weberei. Dafür braucht man auch einen Schlüssel, genau. Geh erstmal da unten hin. Nee, warte mal, da war die Weberei. Hier jetzt.
Darüber und dann ist noch die eine Tür. Es kommen halt echt keine Soldaten mehr, das ist so verwunderlich. Da ist noch eine Tür. Eine Standardfeldtasche, ja! Mega, mir fehlt nur noch ein Platz, Leute. Oh nein, der hatte auch ein Kind. Tut mir alles leid. Lass mich raten. Er ist nicht eingezeichnet, das Zimmer, also komme ich da auch nicht hin. Ja, so ist das oft. So, da ist ja die letzte Platte jetzt in dem der Weberei. Ja, macht ja auch Sinn, weil Lamm ist Schaf und Schaf ist Wolle, ne? Also Lämmer werden zu Schafen. Ups, sind die Ratten am Matschen? Manchi, manchi. Ist das scheiße. Leider Poppenkeller. Die Steintafel mit Lamm. Aber warum ist hier überall Blut? Deswegen. Ihr wart schon hier, ihr Schweine, ne? Ihr habt schon aufgeräumt. Ach, komm schon. Da ist er! Hallo. Penner! So. Eigentlich müsste ich jetzt aber ins Zelt und das... Nein, komm, ist scheißegal. So, damit haben wir es doch. Na komm, ich hole jetzt die letzte Heilung da unten. Ist ja nicht so, als würde doch jemand nach mir herkommen müssen und das holen? Glaube ich nicht. Letzte Fläschchen. Ey, cool, wäre das noch ein Morphium gewesen oder so, das letzte. Ich das auf jeden Fall auch noch verwende. Aber ich finde es irgendwie super, super schön. Es ist so super befriedigend, dass alles genau reicht, was man hat. Dass du genau richtig die Dinger einsetzen kannst, also den Schwengel für die Pumpen und Bretter entfernen und nicht irgendwie einer zu wenig und du musst dich jetzt genau entscheiden, wen oder welchen Brunnen mache ich jetzt ganz oder so. Das wäre richtig ätzend. Aber nein, zum Glück hat das Spiel das gut gelöst, so wie sich das gehört. So, haben wir noch ein paar Minuten? Ja, ich schneide das jetzt eher aus dem Weg runter. Und dann werde ich die Steine einsetzen. Natürlich richtig, so wie es das gehört. So, und ich wette, ich kriege eh noch einen Kontrollpunkt. Da, da. Und da. Und ich habe sogar noch Platz. Perfekt. Hier Waffenteile. Damit schnell wir immer gerne. So. Und jetzt laufen wir ein Stückchen. Okidoki, da sind wir. Da sind wieder Ratten. Na toll. Ne, ich riskiere es nicht. Vielleicht nur ein dummer Biss von so einem Vieh. So, was habe ich noch? Benzin, hä? Sechs Plätze frei, sehr gut. So.
Also oben links kommt die Sonne. Oben rechts kommt der Mond. Unten links kommt das Lamm. Unten rechts kommt die Feder. Die Tür ist entriegelt worden. So viel Leichen, Alter. Den könnte ich in die Kette packen. Der ist quadratisch. Oder rautenförmig. Aber da brauche ich ja... Sag jetzt bitte, dass hier... Jetzt damit ist was zum Speichern. Ist der Händler hier? Ein Beichtstuhl? Nein. Oh, Kinder, Kinder, es geht. Ja, wenn da jetzt der Händler drin ist, ne? Ist nichts. Irgendwas machen? Gibt es irgendeinen Punkt zum Anklicken? Schade. Der Witz, ich hätte jetzt der Typ drin gesessen und hat gesagt, hey! Welcome! Die Wand, ne? Sieht auch verdächtig aus. Beichtstuhl. Okay, Leute, das war's für den Part. Wie immer, Dankeschön fürs Zusehen, für die Likes, die Comments und so weiter. Wir sehen uns wieder. Zu Conscript. Bis dann, ciao.